starten jetzt mal mit einer One Piece Playlist für dieses Finalspiel, Leute. Wir sind hier beim Finale vom Treasure Cup in Birmingham. Das dürfte jetzt ist schon mal ein guter Vorgeschmack für den Treasure Cup in Karlsruhe in 2 Wochen. Müsste 2 Wochen sein, also am Wochenende vom 18. 19. ja, in 2 Wochen findet der Karlsruhe Treasure Cup statt. Und da wird hoffentlich auch ein Stream sein. Und ich hoffe, und wenn es einen Stream gibt, habe ich auch die Erlaubnis dort von den Veranstaltern, dass ich den recaste. Also falls euch hier mein Casting hier gefällt, würde mich freuen, wenn ihr hier bleibt, auch dann für den nächsten Mal. Und wir gehen mal auch in das Game, hätte ich gesagt. So. Wir haben Jose, was mit 10 zu 2 ins Spiel ging. Und wir haben... Oh! Logan Kid, das Finale. Also mit Kid habe ich gerechnet, dass ein Kid ins Finale kommt. Law war wirklich, war einer der 4 Decks, was ich gedacht habe. Also genau die Meta, was man eigentlich hat. Und Jose beginnt diesmal mit einer Bonnie und mit einem Chopper. Auch interessant, dass er da gleich direkt einen Search macht, weil Kid kann ja in der ersten Runde nicht angreifen. Oh, verzeiht, wir sind schon in Turn 2. Oha. Okay. Hier kam eine ISO zum Tappen. Das ist natürlich ein easy Block für Law. Dann geht's ab wieder in Runde 2 von Law. Das ist jetzt ganz versammt, dass wir schon in Runde 2 sind. Da haben sie ein bisschen spät umgeschalten. Also, hier wird wahrscheinlich erstmal der Search. Kommt ein Search oder wird direkt die Robin gespielt? Oh nein, ein 6K-Swing auf Leader, interessant. Da wird das erste Leben genommen von Kid. Und dann wird eine Robin gespielt. Ja, macht auch Sinn, die Bonnie will man doch auf dem Board behalten und auch wahrscheinlich wiederverwenden. Wenn ich mal so die Hand anschaue, da sind 2 Nekos dabei gewesen, also kann man dann nächste Runde dann gut ein bisschen wiederverwenden wahrscheinlich. 5K Leader-Swing. Wird genommen, interessant. Haben wir einen Trigger? Ne, ist noch eine ISO. Und ein Basil Hawkins, auch sehr böse. Also gegen Law, sehr böse, ein Hawkins. Da braucht man fast eine Pistol jetzt. Eine Nami, okay. Die Chance auf die Pistol ist noch da. Und? Haben wir sie? Ah, schade, keine Pistol dabei. Schade. Also Brooke oder Chopper, Brooke, für was wird sie entschieden? Okay, für Chopper. Wird der Chopper dann auch direkt ausgespielt oder nicht? Sehr wenig Counter auf der Hand von... Law, was ich sehe. Jetzt wird mit der Bonnie gesucht, okay. Stimmt, die Pistol ist ja auch eine Supernova-Karte. Also wir haben eine zweite Chance. Und da ist sie! Da ist die Pistol, Leute! Im zweiten Versuch. Und der direkt Hawkins. Tschüss, Baba! Aber auch interessant, dass der Law-Spieler auch selber Hawkins spielt. Das hat man ja vorher gesehen beim ersten Search mit Nami. Ah, das war jetzt schön. Aber da wird jetzt wahrscheinlich die Bonnie wahrscheinlich jetzt dafür drauf gehen. Aber das dürfte ein legitimer Push sein, dafür sein. Also hier wurde noch gecountert mit einem X-Drake. Und wir gehen dann über in die Runde vom Kid. Hier wurde oben die Kamera ein bisschen angepasst. Also hier passt jetzt ganz der Winkel gerade wieder, ne? Ah, oh ja, jetzt wird angepasst, perfekt. Da wird mit ISO für 5K geswingt. Sollte man ja machen, weil nächste Runde ist sie dann eh durch Robin Attack futsch. Daher kann man sie auch verwerten, indem man mit ihr einen Attack macht und eventuell einen Counter aus der Hand zieht. In dem Fall ein Nekomamushi. Sogar die Altart. Sehr nice. Da wird wieder das Leben genommen. Kein Trigger aus dem Leben. Oh, mit X-Drake sogar wird die Bonnie genommen. X-Drake, ein bisschen
Auch der schöne 6K-Body an Bord jetzt da, was reinzwingen kann. Da ist der Start, das hat Servern X-Track und Starterdeck Law in der Hand. Das sind halt ideale Ziele zum Chambern auf jeden Fall. Das ist halt die Frage, will man mit seinen Charakteren reinzwingen gegen einen Kit, der was theoretisch selber zweimal attacken kann? Ja, da kommt der Swing mit Robin und on attack wird die Iso KO'd. Da wurde das Leben genommen vom Kit-Spieler. Wenn ich das richtig sehe, war da eine Okiko drinnen. Der Zoom in der oberen Kammer ist halt leider nicht perfekt. Und der Law-Spieler hat noch volle Don offen. Überlegt er gerade, ob er einen Ruffy spielt, aber der wird dann wahrscheinlich drauf gehen. Oder kann er ihn verteidigen? Ja, sieht mir nach einem Ruffy-Play aus. Ja doch, er hat einen Chopper auf der Hand. Ah, erstmal Attack mit Leader, ja. Ganz wichtig, weil wir haben ja heute schon gesehen, was Punk Gibson aus dem Live bewirken kann. Da wird mit einem 2K-Counter das Ganze geblockt. Und wir sehen hier einen 8-Drop-Kit auf der Hand vom Kit-Spieler. Hier kommt das 5-Drop-Ruffy. Unblockbar. Mit 2 Don drunter, aber in dem Fall jetzt nicht mehr nötig. Wird noch mit 7K geswingt und noch mit einem Chopper als Blocker beschützt. Wir kommen in den Turn vom Kit. Jetzt ist halt die Frage, will der Kit, wie dringend würde denn Ruffy jetzt loswerden? Oder spielt er einfach straight einfach den 8-Drop und versucht den zu verteidigen? Das ist jetzt halt hier die Frage, was er jetzt macht. Ah, er geht auf Ruffy, okay. Er will also den Ruffy loswerden. Erster Swing mit 8K. Dann wird wahrscheinlich der X-Track drauf swingen. Oder er macht nochmal noch einen Swing mit Leader. Da würde sie die Okiko zum Abwerfen anbieten. Weil alles andere ist doch zu wichtig, um den 8-Drop zu verteidigen. Und da sehen wir drei Don gerestet. Und wie gesagt, die Okiko wird abgeworfen dafür, für die Leader-Ability. Und nochmal mit 8K reingeswingt. Jetzt ist halt die Frage, will er ihn verteidigen? Es sind halt zwei Karten. Der Law hat einen 2K-Counter auf der Hand und eine genug 1K-Counter, aber ist es ihm wert? Und der Kit-Spieler weiß, er muss den loswerden. Ansonsten wird es sehr. Bringen sie die ganzen Blocker, was auf der Hand sie behalten hat, für sein 8-Drop-Kit nichts. Seht ihr gerade die Pengo-Shachi-Kombo? Oh! Die ist richtig. Jetzt verstehe ich erst richtig, warum er das macht. Er will jetzt so den 8-Drop spielen, Shachi, also Pengo runterholen und gratis Shachi. Oh, I see, I see. Und jetzt wird er einfach noch auf die Robin gezwungen, da anscheinend der Ruffy zu sehr verteidigt wird. Und noch zwei Blocker. Ah, deswegen war der Swing auf die Robin, weil sonst wären die Blocker einfach sofort down. So, wir sind jetzt auf 10 Don. Oh, böse. Da ist noch ein zweiter und ich sehe auch noch einen Nekomamushi in der Hand. Aber der Rest ist ein bisschen zu teuer, dass er Chambern, also die Ability einsetzen kann. Das ist alles sonst ein bisschen zu teuer. Also jetzt kommt auf jeden Fall Nekomamushi, tappt den Killer-Blocker. Dann wird mit der Nami in den Killer-Blocker attackt. Auch sehr schönes Play. Aber will man wirklich einen Blocker verteidigen? Oh, er wirft sogar den Shachi ab. Auch interessant. Nochmal 5K-Attack. Jetzt geht er drauf.
Jetzt kann man wahrscheinlich 2 Tonnen unter den Ruffy. Obwohl, er überlegt gerade, er könnte jetzt attacken. Und wenn der Blocker kommt, könnte er den Law spielen. Joey, ja, VOD ist auf jeden Fall verfügbar. Und auf dem Kanal von den Organisierer ist es auch. Ist auch das, wird dann auch das Ganze hochgeladen. Aber auf jeden Fall dir noch einen schönen Tag. Danke, dass du da warst. 8K Swing auf Law. X-Drake. Jetzt kommt. Ja, der Starter. Starterdeck Law untappt ihn wieder. Und er kann jetzt für 8K. Ohne dass der Blocker davon gewirkt werden kann, kann er angreifen oder er lässt ihn einfach stehen, damit er einfach hier safe ist. Weil er sonst mit seiner Handkarten nicht verteidigen kann. Dann hat er in der nächsten Runde die Möglichkeit, hätte er die Möglichkeit, dass er nochmal shambled. Aber er entscheidet sich dafür, dass er ihn mit ihm attackt. Und der Kidspieler nimmt natürlich das Leben. So, jetzt ist auch der Kidspieler auf 10 Tonnen. Ich sehe da ein Straw Sword, auch interessant. Dass auch mit Straw Sword, dass die Kidspieler spielen halt anscheinend alle hier mit mindestens ein Straw Sword. Interessant. Ist wahrscheinlich für das Mirror Match einfach gedacht, dass du einfach, oder gegen Kaidos, dass du einfach gegen die großen durchkommst. Jetzt ist halt schwierig. Du kannst, solange der 6-Drop, also der 5-Drop Ruffy an Bord liegt, kannst du halt keinen 8-Drop spülen und ihn mit Blocker verteidigen, weil der kommt einfach easy durch. Also Kit ist da schon ein bisschen in der Bredouille. Weil ich sehe da hauptsächlich einen A-Drop und einen Haufen Blocker bei ihm auf der Hand und eben das Straw Sword. Und mit den 1 Tonnen offen zeigt uns auch der Ruffy, der Law-Spieler, könnte hier auch ein Guard Point oder ein Radical Beam haben. Hier kommt nochmal ein Blocker-Killer. Und hier. Und der Pengu. Aber wie gesagt, Shachi wurde anscheinend. War vorhin auch ein Pengu. Also hatte er gar kein Shachi-Pengu-Kombo, schade. Aber interessant zu sehen, dass die gespielt wird. Interessant. Finde ich echt interessant. So, der Law-Spieler hat ja nochmal einen 5-Drop auf der Hand, eine Robin und einen Badgie. Er könnte für 4 Tonnen das Board vollkriegen. Okay, erstmal Attack, um die Blocker rauszukriegen. Mit 4 Tonnen kriegt er das Board voll. Dann hätte er den Starter-Deck-Law einfach shamblen können. Durch den 5-Dropper tauschen und dann nochmal den Starter-Deck-Law spielen. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber er entscheidet sich da mit Nekomamushi anzugreifen. Hier kommt ein Card-Draw durch den Killer-Block.
Dann kommt Attack mit Law. Aber so geht es jetzt auch noch aus, dass es ein Board voll macht, den Start Attack Law immer noch resettet und dann nochmal einen Swing machen kann mit Ruffy und das auch noch unblockbar. Ah, oh, er macht das mit Nekomamushi, okay. Auch interessant. Gut durchdacht, weil so hat er dann immer noch Neko zur Verfügung, dass er einen der Blocker wegtappen kann und halt einen anderen mit Robin dann weg KO'en kann. Auch gut durchdacht, muss ich sagen. Und der Kid-Spieler steht halt wieder vor dem Problem. Er kann den A-Drop nicht spielen, weil eine Robin und ein 5-Drop Ruffy liegen. Also hier sehr safe runtergespielt gerade vom Law. Sieht aktuell sehr gut aus für ihn. Jetzt halt die Frage, wie viel wir rein investieren in den Attack. Er könnte mit Straw Sword den Badgie resten. Aber ein Badgie mit einem Straw Sword ist halt auch bitter, dass man den damit tappen muss. Da werden sich ein paar Dons zurechtgelegt. Also hier wurde wirklich von der Law-Spieler hat wirklich sehr schlau um den, er spielt sehr schnell um den 8-Drop rum. Also er gibt den Kid keine Möglichkeit, dass er ihm einfach safe den 8-Drop. Also ich sollte wieder da sein, Leute. Sorry dafür. Es gab bei mir Probleme. Super, super. Also der Kid-Spieler hat Bonnie gespielt. Hat sie aktiviert und hat damit gesearched. Ich habe jetzt leider nicht so gerade sehen können, was er damit gesucht hat. Weil ich jetzt gerade kurz mal auf meinen Stream schauen wusste, da ich Framedrops hatte. Sorry dafür. Da hat meine Internetleitung kurz Probleme gemacht. Aber sah mir noch ein Badgie aus. Sieht mir noch ein Badgie aus, oder? Oder hat er den schon vorher gehabt? Den zweiten. Es waren auf jeden Fall sehr viele Badges dabei. Also auch nicht das, was man gerne sehen will in der Situation. Also der Kid-Spieler ist halt hier wirklich sehr, sehr in der Bredouille. Er kann den A-Drop nicht spielen, einfach so. Sehr, sehr schwierig. Also wirklich ein sehr schönes Finale. Muss man echt sagen, hä? Also das ist wirklich ein Finale, was man haben will bei einem Treasure Cup. Sehr hohes Level von beiden Spielern. So, was macht er jetzt? Die rechte obere Kamera, da, wie gesagt, da ist halt der Zoom so schlecht, also der Winkel ist so schlecht, dass man es nicht sehen kann. Oh, da wird der Badgie getappt, muss wirklich getappt werden mit dem Straw Sword. Richtig bitter. 7K in den Ruffy. Geht jetzt KO. Ah, das ist. Sowas ist natürlich bitter, weil man ein Straw Sword für ein. oh, dafür aufwenden muss. Ah, danke. Danke für diesen Kamerawinkel. So sehen wir jetzt ein bisschen wenigstens die Hand. Ist das noch ein X-Drake? Ja, noch ein X-Drake ist das. X-Drake, Badgie und ein 8-Drop.
Da wird 3. Oh, da wird der Edge-Drop discarded und da wird der Leader Ability benutzt. Hä? Und jetzt los? Achso, ja, ja, Swing, okay. Vom Judge the Call, wenn er angreift, dann soll er ihn tappen, okay. Da war noch ein 7K-Swing auf den Starterdeck Law. Weil wir wissen ja, dass Neko und Badgie die einzige Hand war. Da kam noch ein Badgie nach. Das ist halt auch bitter. Jetzt wird er wahrscheinlich wieder auf Bordkontrolle gehen. Mit Neko und Mushi den Pango tappen, ja. Eine dann unter die Robin legen, einer der Patches wird dafür wahrscheinlich drauf gehen und auf die Bonnie oder geht er auf Live? Er geht auf Live, okay. Ist jetzt also doch das richtige Play, auf Live zu gehen. Macht Sinn. Macht definitiv Sinn. Er hat genug Don offen, dass er sogar seine Nami auf 5K raufbauen kann. Also in dem Sinne macht es einfach mehr Sinn. Ja, und hier ist das Game. Hier ist das Game, weil man muss ja auch den Timer mitberechnen. Die hätten es langsam... Oh, da ist der Zorro im Leben gewesen. Die hätten es auch langsam runterspülen können, aber ihr müsst auch bedenken, die haben nur eine Stunde Zeit für 3 Games. Also eine Stunde und 10 Minuten Overtime für 3 Games. Also Untime, stimmt. Jetzt, was ihr sagt, oben, stimmt, mein Fehler. Mein Fehler, die haben so viel Zeit, wie sie brauchen. Aber ja, der Kidspieler hat einfach, was hat er denn gehabt? Er hat noch einen Badgie und hatte nur einen X-Drake auf der Hand, oder? Sorry, Leute, die war jetzt immer noch in der Halbfinalzeit. So, jetzt meldet sie wieder der Bot. Hat er den X-Drake abgeworfen fürs Recasten? Auf das habe ich jetzt gar nicht geachtet, also daran lag es also, okay. Und ja, die haben wirklich so viel Zeit wie möglich, das stimmt. Also, ich muss echt sagen, der Law hat wirklich... und die Robin, okay. Law-Spieler hat das wirklich sauber runtergespielt, also ihr habt es ja gesehen, der Kid-Spieler hat den A-Drop discarded für die Hero-Ability. Weil eben die ganze Zeit ein unblockbarer Ruffy an Bord lag und auch eine Robin. Also der hat er wirklich, da hat er auch Glück gehabt, dass er die gehabt hat. Das waren halt wirklich die Keykarten für ihn. Und damit konnte er den A-Drop wirklich gut denyen. Bin jetzt mal schon gespannt für die nächste Runde. War da wird anständig gemischt. Der Kidspieler mischt die anständig hier für ein Law. Hier wird nochmal die Kant gegeben. Also alles Sportsmänner. Oh, gar nicht so schlechte Hand. 2 Searcher. Einen Nekomamushi. Sowas würde man auch gerne erkalten gegen einen Kid. Oder doch nicht? Achso, das war der Kid-Spieler, der neu reingemischt. Mein Fehler. Ja, jetzt muss halt der Law, bei der Hand muss halt der Law jetzt wirklich Glück haben mit seinen Searchern, dass er da genug Supply nachzieht, dass er dann wirklich schön shamblen kann. Also er kann hier mit der Hand, kann er wirklich schön schnell und günstig ein Board aufbauen. Die Frage ist, ob er seine 5-Drop kriegt, mit der, die was er dann damit austauschen will. So, hier wird das, dann hat der Kid-Spieler auch mal seine Hand bereit und alles. Ah, ist auch nicht so schlecht. Also eine Bonnie, ein Badgie und der Kid fängt an. Ganz klassisch mit einem Badgie. Und wir geben ab an den Law-Spieler, der spielt einen Nami. Ah, perfekt, da kommt... Oh Gott! 2 Bonnies, die was bottom-tagged werden. Das ist halt auch bitter. Es ist richtig bitter. Ei, 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 ei. Spielt er die zweite Nami auch noch aus?
Ja. Ah, oh, Gott sei Dank, da ist auch die Robin, genau wie bestellt. Platziert sie noch die Karten, wie es haben will. Aber zwei Bonnies unten ist halt auch. Uiuiui. Da ist halt dann die Frage, wie hart will er seine Bonnie verteidigen, was er noch auf der Hand hat. Wir werden jetzt hier wahrscheinlich einen Bonnie Play sehen von Kitspieler. Erstmal, natürlich erstmal ein Attack auf Leader. Weil Law ist ja nur ein 4 Life Leader, eine Pistol, okay. Aber die auf einen Badgie verschwenden ist halt auch unnötig, wenn man Nekomamushi in der Hand hat. Oder eine Robin auf der Hand hat. Und vor allem kann man die echt hier in dem Matchup gegen Hawkins, gegen X-Strikes oder für eine Ottama Pistol Combo gegen den A-Drop aufsparen. So. Er wurde auch mit der Bonnie gesucht. Und hier kommt der erste Attack mit Nami in die Bonnie. Das ist halt der Vorteil von Nami, dass sie in 2K ist. Sie kann halt einfach in der Bonnie attacken, ohne viel Don-Investition. Und macht halt einfach keinen Sinn, die zu verteidigen, weil wenn da zweite Nami liegt. Da kommt der Swing wieder. War das ein 8-Cost aus dem Leben? Interessant. Hier wird ein bisschen gerechnet. Was kommt jetzt runter? Kommt jetzt ein Nekomamushi, der was ein Badgie tappt? Ah, er überlegt. Wird doch die Robin. Wird doch die Robin und nochmal die Bonnie. Und damit gib ab. Somit kann er dann nächste Runde dir komplettes Board assemblen und er kann sie sogar einen Hawkins runterschambeln. Wenn er möchte. Also wenn, je nachdem, was jetzt halt der Kitspieler spielt, kann er jetzt sowas Böses vorbereiten. Ja, wir sind halt im Finale. Da werden sie halt, und vor allem da es jetzt kein Zeitlimit gibt, kann natürlich wirklich sehr gut überlegt werden, was man jetzt spielt und was nicht. Ist das ein Neko oder ist das ein Killer? Die oberste Hand. Man erkennt es so schwer leider beim Kids-Spieler. Da ist der Kamerawinkel leider nicht ideal. Also der Zoom. Der Winkel schon, aber das Zoom ist hier nicht ideal. Aber ich glaube, das war ein Neko. Wir haben 5 Don zur Verfügung. Ah, danke. Hier ist jetzt ein Alternate Art Blocker Law, ein Hawkins. Ja, das war ein Nekomamushi. Ich glaube, da wird überlegt, die Robin zu resten und sie dann zu KO'en. Ja, da kommt die Nekomamushi. 5K, oh, 8K sogar. Und da wird abgegeben. Aber zum Zug des Laws. Hier wird erstmal mit der Bonnie gesearched. Ah, da sind wunderbare Ziele dabei. Wird wahrscheinlich der Badgies. Ja, ich hätte jetzt auch zwischen Badgie und Lorme entscheiden müssen.
Aber Badgie, ganz Blocker hier noch zu haben, ist auch gut, weil vorher so kriegt er Spotfall. Dann kann er nämlich den, so gesehen, den Hawkins runterschambeln. Wenn er jetzt möchte. Jetzt spielt er ein Badgie, ja. Und tauscht die Nami gegen Hawkins aus, vermutlich. Jetzt kommt Leader Ability. Ja. Oh, Law sogar. Law into Zoro. Oh, okay. Der typische... Das ist auch wieder so ein schönes Agro-Play. Beide Searcher damit wieder resettet auf der Hand. Und noch schön ein Attack initiiert. Der wird noch mit einem 2K-Counter abgewehrt. Und wir gehen in den Zug von dem Kid. Schönes Play, muss ich sagen. Wirklich schönes Play vom Law-Spieler. Und wenn der Zoro überlebt, kann er nächste Runde nochmal attacken und den Zoro gegen Hawkins austauschen. Da wird wahrscheinlich die 7K in den Zoro geswingt. Auf jeden Fall wird geblockt mit dem Badgie. Da kommt ein Hawkins. Da sehe ich schon eine Pistole drauf. Und wir geben ab in den Zug vom Law-Spieler. Ja, da kommt direkt die Pistole. Gar nicht mal lange überlegt. Hawkins ist einfach zu böse in diesem Matchup. Hier wird attacked mit Zoro. Nochmal mit 5 mit Leader. Kein Trigger aus dem Live. Dann wird nochmal eine Nami gespielt. Da ist noch eine Pistol. Boah, 2 Pistols sind hier. Da muss er die Pistol nehmen. Weil sonst siehst du nie mehr eine Pistol. Dann wird hier wieder der Leader-Effekt getriggert. Da wird Neko wieder ausgetauscht. Oh, wieder noch ein Law. Kommt wieder Zoro? Ja. Und wieder Attack mit Zoro. Oh, ist das stark. Richtig schön aggressiv. Oh, warte, da kam jetzt ein Judge Call. Ah, weil er Nekomamushi genommen hat. Ja. Ja, er muss die Name dafür nehmen. Er hat falsche Farbe genommen. Deswegen, verstehe. Ja. Er muss die Name nehmen zum Shamblen. Da wurde er anscheinend falsch geschambelt. Und richtig schön aggressiv rein ins Leben. Also da verliert jetzt gerade der Kid richtig, richtig viel Leben. Das habe ich jetzt auch nicht ganz zuerst nicht richtig gesehen. Aber der Judge, die passen da ganz gut auf. Also auch Props an die Judge. Die machen ihren guten Job. Muss man sagen, die sind hier richtig gut, haben heute schon gute, und gestern natürlich auch schon gute Leistung gemacht. Allen voran das erste Spiel gestern, das war ja auch so ein kleines Meme-Festival, da war halt leider auch das Problem, dass da ein paar eher unerfahrenere Spieler waren, die was wahrscheinlich nicht so ganz sich das Regelwerk durchgelesen haben. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. So, wir sind jetzt wieder im Zug vom Kid-Spieler. Er hat einen X-Drag, er hat einen Law, einen Killer-Blocker. Er könnte auf jeden Fall noch einen Hawkins, aber die X-Drake und Hawkins sind halt tot on play. Eben durch die zweite Pistole, was er sich gesucht hat. Schwierig, gerade schwierig. Vielleicht sollte er fast mit einem X-Drake die zweite Pistole rausbaiten, also dass er mit dem X-Drake den Zoro KO'd. Und damit dass er dann damit vielleicht die zweite Pistole auf der Hand ein bisschen rausbaitet. Hier kommt ein Leader Attack mit 9000 auf den Zoro. Auf jeden Fall zu wenig Counterpower auf der Hand.
Kommt da ein Block mit? Nee, der wird einfach durchgelassen. Dann wird Nekomamushi mit Law ersetzt durch einen Killerblocker. Und wir gehen über in den Zug vom Law. Oh, was für ein Top-Deck, Leute. Was für ein Top-Deck. Oh, böse. Hier geht direkt die Pistol auf Law. Nami. Noch ein... Das werden jetzt böse Zeiten für Kid. So, jetzt kannst du Nekomamushi, jetzt kann er Nekomamushi nehmen oder er attackt mit einem Law und holt ihn wieder rauf. Dass er ihn dann für die nächste Runde hat. Jetzt kommen erstmal die Attacks. Wird ein X-Track mit X-Track gecountert. Ja, 7K mit Law. Da wird richtig aggressiv gerade attackt. Law macht jetzt seine Hero Ability. Shambelt sogar Nekomamushi und attackt mit Zoro. Wird nochmal gecountert. Und wir haben noch zwei Down offen. Da kommt nochmal ein 7K Swing. Irgendwann musst du mal blocken. Ja, und hier kommt der Block. Hier kommt der Block mit Killer. Das sieht jetzt gerade gar nicht gut aus für den Kid-Spieler. Und es geht in seinen Zug. Also hier haben wir wirklich eine sehr, sehr aggressive Law-Liste. Muss man echt so sagen. Und er spielt es auch richtig schön runter. Man muss aber auch sagen, er hat auch wirklich Glück mit den Top-Decks, mit seinen Top-Decks gerade aktuell. Der Kid-Spieler nur in der Defensive. Aber immerhin ist jetzt die zweite Pistol weg. Jetzt wird mal gefragt, wie viele Karten? 6 Handkarten. Wow! So ein aggressives Board und dann immer noch 6 Handkarten. Wow! Jetzt wird er natürlich auf Board gegangen. 6K-Swing. Wird mit einer ISO gecountert. Kommt der 8-Drop. Okay, jetzt versucht sie so Zeit zu kaufen. Kommt dann auch noch ein Badgie, aber der wird dann wahrscheinlich sofort getappt, weil wir wissen ja, dass ein Nekomamushi da auf der Hand ist. Hat er sie ja vorher zurückgeschambelt. Und da kam noch eine Robin, okay. So, was hat er denn alles auf der Hand? Er kann jetzt mit Neko, kann er jetzt auf jeden Fall ein Badgie. Ah, er macht den Chamber-Effekt direkt, oder was? Nee, er hat sie gerestet. Erstes, oh, shit. Oh, nein, oh, und jetzt alle Don rein und GG. Oh, verdienter Sieg für Ose. Wirklich verdienter Sieg für Law. Wow. Wow. Erster Treasure Cup hier. Und in Europa, Birmingham. Und es hat Law gewonnen. Wow. Also wirklich eine sehr, sehr interessante Law-Liste, muss ich ehrlich sagen. Sehr, sehr interessant. Hier werden wahrscheinlich noch von Chachna die Decklisten geprüft. Weil hier wird dann auch alles zusammengelegt. Also wirklich sehr stark vom Law-Spieler runtergespielt. Ah ne, er kann es einfach so mitnehmen, okay. Sehr stark gemacht. Also wirklich verdienter Sieg für Jose. Wirklich schön, schön. Wirklich schön. Und ich hoffe, es passiert nicht das gleiche wie in Australien. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. In Australien hat irgendein Arschloch, muss man leider so sagen, einfach irgendein Arschloch hat einfach die Winner-Karten, also die ganzen Kartenpreise für Top 64 einfach geklaut. Das braucht man, das ist halt wirklich
So, und wir hören jetzt mal rein in das Interview, hätte ich gesagt. Was Jose sagt. Oh, that was a thing that was beautiful to behold. So. But then, I know you like talking to me. I'm a lovely fellow. You don't want to talk to me right now. You want to talk to Jose. Well, let's bring him in on the stream for the second time consecutively, yeah. But this time as the champion of the Birmingham Treasure Cup. Mate, how verdient. Are you feeling? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, verdient. Also Jose hat es wirklich verdient. Er kann sowas... Oh! Oh Mann! Er registriert jetzt erst, was er geschafft hat. Wow! Your first game win was a little bit of an odd fashion as well. Could you talk us through how... Wow! Oh, this is nice. ...get that first game one win, because we at the caster's desk just kind of looked at each other and went, oh wait, he's just won game one. Yeah, I mean, I had to pressure his board, I had to control his board, I had to kill every single dude. I mean, my Namis did like most of the work killing his 2Ks, his 1K. He's not going to give me a card for, you know, for a 2K that actually I already done something. When he played this, the first game, he played the bunny and then he searches and then I have a neck in my hand. I was like, I'm going to control this board entirely and I'm going to just swing. And then Nami searched for the Robin. That car is actually a pain for the green matchup, so I just swing. Yeah, swing, Robin, five, Robin, you know, pistols, I mean, unblockable Ruffies. Das war einfach der Sieg. Das war der Nagel im Sarg für Kit, wie er gerade sagt. Also die Robin, vor allem gegen die ganzen Blocker, die kleinen. Dann die Robins, was eben die ganze Zeit die Pistols gesucht haben, gegen die Hawkins, gegen den Five Drop Law. Also wirklich sauber runtergespielt. Also wirklich, Respekt, gratuliere Jose, das ist geil. Jetzt, ich glaube, jetzt registriert er erst, was er da überhaupt geschafft hat. Erster Treasure Cup in Europa, Europasieger. Jose, wie heißt er noch? Schauen wir mal kurz. Well, it's the markings of a great player and a great player who knows the deck that he's brought with him as well. Ein neuer Panda, grüß dich. Oh, game one. You're on the verge of Gizmo, danke für dein Follow und danke schön. How do you, as you're preparing yourself for so, jetzt wollte ich nochmal noch ein neuer Panda. Jose Ignacio González. Es muss ein González sein. Oh, er verdient. Lodi, dankeschön. Dankeschön für den Follow. Grüß dich. Oh, richtig schön. Richtig schön, das Ganze hier. Also Leute, ihr würdet mich auch freuen, wenn ihr bei meinem YouTube-Kanal vorbeischaut. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen schlecht machen muss. I would not forget myself. Yeah. No, and I just got to become. Da balle ich gerade richtig viel One Piece Content auch. Hier, das war jetzt hier ein bisschen Versuch für das Casten, das Ganze. Und ich hoffe, es hat euch hier gefallen, hier das Ganze. Und wir werden es hoffentlich beim Karlsruher Pressure Cup fortsetzen. Ja, sehr gut, Jose. Ross, I think all we can do really now is sign it off. What a magical ending. Ah, danke, Lona. Danke, danke. That was absolutely amazing. Also, that was brilliant. I saw the Penguin Chachi combination, which made me very happy. Also auch, Leute, schaut hier bei Ben vorbei. Bei Wossi. Ich hau euch den Link rein. Wossi ist auch ein so ein sympathischer Kerl. Also, er hat auch eine wirklich unique Stimme. Wirklich, er verbreitet auch immer noch gute Stimmung. Und er ballert jetzt gerade richtig, richtig auch gut One Piece Content. Also, freut mich auch für Wossi, dass er hier als Caster dabei ist. Ich verabschiede mich für heute. Sag vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr hier bleibt. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich in Karlsruhe, beim Karlsruhe Treasure Cup. Ciao!